So, und dann das Letzte, was ich noch mit euch spielen will, ist die Zivilisationsphase. Und dazu muss man sich zivilisierte Häuser bauen. Und ich habe aber keine Ahnung, was mir für zivilisierte Häuser bauen soll. Wir sind eine freundliche Spezies, die sehr freundlich ist. Und dementsprechend kriegen wir einen freundlichen Toaster. So, einen freundlichen Toaster mit einem Dach. Da, mit so einem Geri-Ruf. So, das ist mega lang. Nein, wir wollen es mal nicht übertreiben. Aber ich habe üblicherweise keine Ahnung, was ich hier bauen soll, außer ich habe eine wirkliche Idee schon vorher mir entwickelt. Und normalerweise ist das, habe ich nie eine Ahnung, was ich mir da nehmen soll, um ehrlich zu sein. So, anmalen muss man es nur immer, weil wenn es nicht angemalt ist, sieht es hässlich aus. So, wir sind eine freundliche Spezies, also kriegen wir mal einen relativ freundlichen Anstrich, wie zum Beispiel den hier vorne. So, ja. Das ist unser Stadtzentrum. Ja. Keine Sorge, ich kenne das schon alle. Wenn ich hier irgendwas wegklicke, dann keine Sorge, werde ich es euch gleich noch sagen. So, dann sollen wir uns jetzt ein Auto bauen. Ein Auto, ein U-Boot-Auto vielleicht sogar. Wer weiß. So. Und von Autos her brauchen wir eigentlich HP, brauchen wir überhaupt gar nicht. Gibt uns das ja HP? Oh ja, verdammt. HP brauchen wir, wie gesagt, überhaupt gar nicht. Hey, ich will dich verkaufen. So. Wir brauchen nur was, was uns Speed bringt. Gibt es hier irgendwas, was uns nur Speed bringt? Speed, Speed, Speed. HP, HP. Dann darf der wohl scheinbar nicht sehen, wenn das hier alles irgendwie auch HP bringt. So. Ja, genau, bringt alles HP. Das ist nämlich alles immer prozentual. Und wir brauchen prozentual eigentlich nur Geschwindigkeit. Geschwindigkeit und Religion. HP haben wir scheinbar hiervon. Ja, irgendein Grundteil braucht man leider. So, und dann hier noch ein bisschen religiöse Kraft. Da, religiöse Kraft, Megatrompeten und Signalhorn, Orgel, mega über religiös. Genau, und jetzt haben wir nämlich relativ wenig. Das Schöne ist nämlich, dass wir jetzt relativ. Ups, was soll das denn? Dass wir jetzt relativ wenig Prozent an HP vergeudet haben, nur 10%. Also wenn ich das hier ändere, wahrscheinlich noch weniger. So. Wir haben jetzt nur 6% an HP vergeudet, 61% sind Religion und 33% der Kosten, die wir für ein Auto haben, werden jetzt für Speed benutzt. Insofern. HP brauchen wir eigentlich gar nicht. Insofern mag ich das immer gerne, möglichst wenig HP einzubauen. Das heißt einfach Speed Demon, nennen wir das einfach mal, weil das so schnell ist. Und Farbe wird es ein Yellow Submarine. Mit orangenen Trompeten drauf. Macht Sinn. Drogo-Boob. Romantic Perfume, Skytunes, Powie, Spring Club, Gobit, Happy Stance, bla bla bla. Ja, und ein paar Sachen. Yay, 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 yay. Das da vorne ist unsere Stadt und unsere Stadt ist toll. Auf unserer Stadt können wir Sachen bauen. Und jetzt kommt wieder Kameratutorial. Yay, Kameratutorial. Wow. Kameratutorial. Wow. Yeah, man kann Sachen anwählen. Yay, man kann irgendwas machen. Okay, Kameratutorial. Also falls ihr euch fragt, warum ich manchmal so schnell durch Sachen durchgehe, durch Tutorial-Sachen, ist einfach, weil Tutorials sind Tutorials, ne? So, was kriegen unsere Residenten denn für ein Haus? Natürlich, wir sind ein voll freundlicher Stamm, aber unsere Leute werden in kleinen Mini-Häusern eingepfercht. In so kleinen Zellen, kleinen bösen Megazellen. So. Schwupp, bisschen da, schwupp, bisschen da, schwupp, bisschen da. So. In so kleinen Megazellen werden unsere Leute eingepfercht. Jeder kriegt so ein kleines Häuschen, wo er dann den Rest seines Lebens lang vergammeln muss. So. So.
Oh, ein bisschen weiter nach hinten würde ich das gerne noch tun, aber es geht irgendwie nicht. Das Spiel mag mich manchmal nicht. So. Und Fenster natürlich keine. Irgendwelche schönen Accessoires auch nicht. Möglicherweise eine Mauer, so dass man nie wieder rauskommt oder so. Stacheln. Stacheln können nie schaden. Gehe ich da noch einen Stachel oben drauf. Warum auch nicht? Vielleicht auch hier so vorne vor. Kann man vorne vor Stacheln machen? So, ja. Versuche reinzukommen und du wirst erledigt. Nein. Wir übertreiben es mal nicht. Und unser Haus heißt dann Demon House. So. Und es sieht so aus. Oder so, oder so. Ah, dann nehmen wir einfach mal die gleiche Farbe. So. Da haben wir unser kleines Demon House, wo die kleine Hexe drin lebt. Und natürlich, um unsere Leute zu erfreuen, kriegen wir natürlich auch ein mega gutes Haus, das dann ganz cool aussieht. Das dann so sieht von außen erstmal so recht freundlich aus. Nicht, sondern sieht aus wie... Rahaha, ihr willkommen in der Hölle. Und dann gibt's hier so mega krasse Bildschirme, so, willkommen in der Hölle. Ja, kaufen Sie unsere neuen Produkte, unsere Höllenprodukte. So sieht das dann ungefähr so aus. Und natürlich noch Feuerwalzen, weil kein Höllenhaus ist komplett ohne Feuerwalzen. Ich sag's euch immer wieder, aber ihr wollt's mir einfach nicht glauben. Höllenhäuser brauchen Feuerwalzen. Das ist einfach so. Kann ich nichts dran machen. So, und das Ding hier heißt Entertain. Oh, ich hab's außerdem weiß gemacht. Das ist natürlich nicht so gut. Das soll natürlich eine Farbe kriegen. Sehr schön. Und zu guter Letzt noch die Fabrik. Und die Fabrik ist natürlich der freundlichste Ort auf Erden. Und da kommt man natürlich gerne hin, weil die Fabrik das einzige ist in dieser Gesellschaft, wo nicht 1000 Leute jeden Tag gefoltert werden. Ja. Wir sind halt ein sehr freundliches, kleines Völkchen, ne? Wo alle Leute gefoltert werden zum Tode. Aber das ist ja überall so, ne? Kennt man ja. Dieses zum Tode foltern, das ist ja ganz normal in den meisten Gesellschaften. So. Dann haben wir hier so ein Dächchen drauf. Ein kleines Dächlein. Dann hier wird man eingeloggt. Oh, das war keine Absicht. Jetzt muss ich das wieder versuchen, irgendwie gleich groß zu gehen. Komm schon. So. Na, ein bisschen so. Warum kann man das hier so, naja, ein bisschen... was ist das hier? Das kann man jetzt halt so machen. Mega krass. Okay, ja. Sieht sehr nach einer Industrie aus. Aber man braucht natürlich noch solche verrückten Sachen wie eine gigantische Pumpe außen am Gebäude dran, natürlich symmetrisch. Das ist, wenn eine Industrie keine gigantische Pumpe hat, ist sie keine Industrie, ne? Das ist selbstverständlich. So. Da haben wir jetzt unsere gigantische Industriepumpe. Ach, eine Windmühle brauchen wir natürlich auch noch. Eine gigantische Windmühle vorne dran. Hinten muss natürlich aussehen, als würden da, keine Ahnung, welche Plasma-Experimente stattfinden. Und, ja, wir brauchen noch irgendwas, was rumdödelt. Ja, sowas zum Beispiel. Ha, so, genau, da dödelt es auch rum. So, sehr schön. Das ist eine Industrie. Die heißt Work. Ausrufzeichen, Ausrufzeichen, 1, 2, 3, 1, 1, Ausrufzeichen, Ausrufzeichen. So. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt... Ja. Ich weiß, wie alles funktioniert, Spiel. Muss mir nichts sagen. So, unsere Aufgabe ist jetzt erst einmal, nehme alle Gasvisiere ein. Beziehungsweise alle, die man kriegt. Meistens ist das so, dass... bevor man alle Gasvisiere kriegen kann, dass irgendwo anders eine Stadt auftaucht. Entsprechend. Seine Profitable City. Achso, ja. Und theoretisch könnten wir jetzt hier Häuser und so weiter hinstellen. Aber da wir momentan kein Geld haben, muss das noch etwas hindauern. Weil ich das alles für Autos aufgegeben habe. Ich bin halt so ein alter Autofan. Genau, da unsere Autos jetzt aber sehr auf Schnelligkeit designt sind, sollte das so sein, dass wir, bevor eine andere Stadt entsteht, noch alles einnehmen können.
Genau. Oh, er hat aber auch ganz schön schnelle Autos. Ah. Das Interessante ist, man wechselt jetzt irgendwie so die Strategie, während man vorher größtenteils noch versucht hat, irgendwie als gute Person Leute gut mit Leuten freundlich zu sein, versucht man jetzt ja, Leute anzugreifen mit Strahlen der Liebe. Ja. Liebestrahlen. So, dann rufe ich alle meine Freunde und wir nehmen jetzt diese Stadt ein. Okay, du kannst vielleicht noch versuchen, schnell noch das Ding hier einzunehmen. Wäre ganz nett. So, und hier baue ich dann Häuser und so weiter. Haus, Haus. Ist das hier... Habe ich da jetzt Fabriken hingebaut? Häuser wollte ich da bauen. So. Okay, ja. Ach du Kacke, sind Häuser teuer. Hab ich dann nicht mal jemand warnen können? Genau. Und ich benutze jetzt sozusagen meine... Kraft meiner Gedanken, um den Gegner einzunehmen. Was natürlich sehr viel Sinn macht. Nicht. Auf jeden Fall habe ich mehr Geld als er und er kriegt kein Geld und dementsprechend werde ich ihn irgendwann übernehmen können. Jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwann. Leute sind unglücklich. Da können wir ihnen noch nicht abhelfen. Außer vielleicht so ein bisschen. So. Jetzt sind sie ein bisschen glücklich. Fertig. Das ist nicht schön. So, also theoretisch kämpfen die jetzt hier, aber sie werden alle versagen. Das war alles eine Todesmission, weil ich gar keine Autos brauche, erst einmal. Erst einmal brauche ich eigentlich nur Geld. Ich muss gerade überlegen, wie ich hier optimal die Gebäude hier hinsetze, damit ich optimal viel Geld kriege. So ein kleines Optimierungsproblem, was hier ins Spiel eingebaut wurde. Ich glaube, es lohnt sich mehr, das Ding hier hinzusetzen und hier eine Fabrik hinzusetzen und dann hierfür da ein Entertainment-Gebäude hinzusetzen, was ich eigentlich gerade machen wollte. Oh, Entertainment hier vorne hin. So, und so sollte das, glaube ich, schon optimal sein, wenn wir jetzt hier alles noch hinsetzen. So, zum Beispiel jetzt, wo wir mehr Geld gekriegt haben. Ja, diese Stadt sollte sehr lukrativ werden über die Zeit. Ich habe dir doch auch gesagt, dass du nach hier oben gehen sollst und die angreifen sollst. So. Mach hier gute Einnahmen, deswegen können wir hier gut Geld verdienen. So, ich baue mal neues Dingsmuster. Das kann dann auch hier oben angreifen. Ja, zu dieser, also diese Phase ist etwas hektischer als die anderen. Deswegen, weiß noch gar nicht, was ich kommentieren soll. So, ich weiß noch nicht, passt das hier? Ja, ich habe dann zwar gar keine Fröhlichkeit, aber ich kriege trotzdem 400 Euro mehr. Und so? Oh, weil ich fröhlich bin, kriege ich viel mehr Geld. Wenn ich jetzt hier noch ein Entertainment hinbaue, ja, dann kriege ich genauso viel Geld. Wenn ich hier noch ein Haus hinbaue, kriege ich genauso viel Geld. Sind genauso fröhlich. Naja, also ist vollkommen egal, was ich hinsetze, außer ich setze eine Fabrik hin. So, sehr schön. Dann ist alles organisiert und wir müssen uns jetzt noch Autos kaufen und ihn hier vorne einnehmen, endlich mal. Was wir ja schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen versuchen. Wir kriegen übrigens die ganze Zeit Geld von sowohl diesen Gasvisieren, die wir hier eingenommen haben, diese Dinger hier vorne, als auch davon, dass wir ihn hier kontinuierlich von der Stadt was einnehmen. Ist das eigentlich eine Wasserstadt? Ja. Weil das eine Wasserstadt ist, können wir uns auch schon Schiffe bauen, die dann hier vorne sind. So, Seefahrzeuge. Da machen wir auch wieder ein sehr schnelles Fahrzeug, was sehr wenig AP hat. Weil das irgendwie so mein Stil ist.
Ich mag das nicht so, wenn ein Fahrzeug viel zu langsam ist. Theoretisch könnten wir auch mega langsame, mega starke Fahrzeuge machen. Also was wir auch machen könnten ist... Weg mit dir. 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 Ich kann dich nicht verkaufen. Naja. Hier gibt es bestimmt irgendwas, wo nur HP drauf ist. Ja, genau sowas hier zum Beispiel. Wir könnten ja mal, so aus Spaß ist halber, einfach mal irgendwas designen, was nur HP und Religion hat. So. Und das machen wir da einfach so mega religiös. Das hat dann einfach hier ganz viele Orgeln. Das hat dann hier so einen richtigen Orgelturm. Hey, lass mich das dingsen. So. Das hat dann hier den mega Orgelturm. Malen wir jetzt noch irgendwie an. Zum Beispiel so. Und das heißt einfach nur HP plus Damage. Sehr guter Schiffname. Ich liebe es, meine Sachen zu benennen. Übrigens, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und das wird dann zwar mega langsam sein, aber wird mega stark sein. Was natürlich auch ganz lustig ist. Die haben hier irgend so eine Trade-Route. Ist natürlich nicht so toll. Ich will nämlich alle nehmen. Genau, hier vorne feiern wir gerade, haben deswegen erhöhtes Income und so weiter. So, und hier nehmen wir das mal ein. Weil Rot darf nichts haben. Rot ist ein Verlierer. Genau, wir haben das hier schon gleich eingenommen. So, sehr schön. So, da ist gerade jemand so stark geworden, dass er gedönst wurde. Weiter. Your religious nation, das mag er nicht. So, religiös natürlich. Uns das überhaupt gar nichts bringt, das militärisch zu belassen. Und hier vorne könnten wir jetzt theoretisch anfangen, hier die City so zu designen, dass sie uns wirklich viel Geld bringt. Indem wir zum Beispiel das hier durch eine Factory ersetzen, das hier vorne dadurch ersetzen und dann irgendwo Entertainment noch hinsetzen. Ist die Stadt so klein, dass hier nichts mehr hinpasst? Ist ja interessant. Hätte ich nicht gedacht. Dann setzen wir hier Entertainment hin und hier noch ein Haus. So, dann sind die überglücklich. Und wir nehmen die nächste Stadt ein. Ne, wir nehmen diese Stadt ein. So, und von hier aus können wir hier hinten das hier einnehmen. Nehmen wir einfach alles ein, also keine Sorge. Wir haben so viel Geld. Ich bin einfach, das Spiel plant nicht, dass Leute schlau sind und einfach erstmal eine genügend gute Ökonomie aufbauen. Wenn man wirklich Strategiespieler ist, dann ist man einfach zu gut für das Spiel. So, bauen wir uns auch mal da so ein Verteidigungsding hin. So, damit ist er weg. So, und hier vorne machen wir gerade den Mega-Angriff. Sterbt! Die haben hier so ein Schild. Ein Glaubensschild. Aber wir nehmen die trotzdem ein. Wollen jetzt noch irgendwas sagen? Ah, bla, bla, es gibt Krieg. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ihr seid verdammte Arschlöcher. Bla, bla, bla. Your insults. Gibt minus 15. Your threat to us minus 5. Ja, ich bin ein richtig großer Threat. Religiös bin ich. Ich bin zu groß. Ich bin zu nah dran. Ich bin ein Problem. Ich bin religiös. Ach ne, meine Religion ist schlecht. Und ich habe sie beleidigt. Tja, die mögen mich nicht. So, aber wir nehmen sie trotzdem ein. Wenn sie keine Chance haben gegen uns. Das Schöne daran ist, wenn man freundlich agiert, ist, man kriegt immer das, was man vom Gegner sozusagen einnimmt. Das ist bei militärischen Sachen meistens nicht so, dass man wirklich kriegt, was man von denen einnimmt. Irgendwie ist das alles hier noch nicht optimiert. Hier könnte ich noch Entertainment hin tun. Dann könnte ich da vorne noch ein bisschen eine Factory hin tun. Ah, sehr schön. So, optimal. 4000 pro Minute. Und wenn sie feiern, dann möglicherweise noch mehr. So, dann nehme ich mal meine ganze Flotte und nehme ihn hier vorne ein. Oh. Hör mal auf hiermit.
Und meine ganzen Landsachen nehme ich, um hier das einzunehmen. So. Mega krassen Krieg. Da 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 da. Oh nein! Oh, alles ist so schlimm. Und dann kommt hier. Da 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 da. Sie kommen schon. Oh nein, alles ist so schlimm. Da 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 da, wir kommen, um euch zu vernichten. Da da da, oh nein, alles ist so schlimm. Wir kommen, um euch zu vernichten. Da 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 da. Wir vernichten euch. Vernichtung. Jetzt gibt's hier mega viele Angriffe. Dann kommen sie alle. Wir sind unter Beschuss. Sind schon eingenommen, bevor überhaupt der Rest der Armee noch ankommt. Einfach zu viele sind wir. Wir sind zu viele, wir sind zu gut. Okay, wir haben Flugzeuge. Ist das nicht wunderschön? So, hier vorne... Oh, wow, die hatten ja gar nichts. Sehr interessant. Kein Wunder, dass die verloren haben gegen uns. Sehr witzig. Wie ist das denn designt? Hab ich ja noch nie gesehen, sowas. Ein seltsames Design. Oh, dann dürft ihr sogar mal ganz besonders glücklich sein. So. Da vorne blinkt irgendwas. Ach so, hiermit komme ich irgendwie... Okay, damit kann man überall irgendwas machen. So, die alle können weg. Ja. So, denn... ne, du kannst auch weg. So, denn wir können uns jetzt mittlerweile Flugsachen kaufen. So, Flugsachen kann ich ja auch machen, dass sie einfach mega viel HP haben. So, das sind jetzt, wir werden einfach mega HP Sachen, die einfach unendlich viel religiöse Power haben. Hier, hey, mega religiöse Power. 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 Ich will da genau 90% erreichen. Ja, genau. Mega religiöse Power. So. So, ziemlich Harry Fly. Eine haarige Fliege. So sieht das aus. Der einfach mit tausenden Gongs ankommt und euch überwältigt mit dem Megagong. Passt nur gut auf, denn jetzt kommt die Armee der Megagongs. Habt ihr Angst? Solltet ihr aber, weil die Megagongs ankommen. Wahahaha. Megagongs. Total langsam, total schlecht. Aber sie werden euch alle einnehmen. Warum sind die überhaupt freundlich gestimmt hier? Naja. Werden trotzdem eingenommen. Megagong-Armee kommt an. Und übernimmt euch. Ihr versucht uns niederzuschießen. Wir schießen euch nieder. Zack. Ist egal, wie oft ihr uns niederschießt. Wir werden immer gewinnen. Ihr könnt euch nicht wehren. Ihr könnt euch nicht wehren. Und ihr seid eingenommen. Naja, jetzt zumindest. Zack. Easy. Und religiös wollen wir euch gerne haben. Gibt es noch irgendwas, was ihr bauen sollte? Wie habt ihr das denn gebaut? Vollkommen schlecht. Ich habe einfach immer keine Ahnung, wie man Sachen baut. So. So. Jetzt haben wir die mega, mega Flotte. Und sie darf jetzt hier angreifen. Greift hier an! Warum habe ich denn da noch ein Schiff? Oder ist das gar nicht meins? Oh, das ist das Schiff von Blau.
Greift ihn an. Er sieht nur so am Horizont. Am Horizont. Den, 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 den. Da hinten. Die Mega-Armee kommt an. Wie Rot uns da gerade angreift. Sehr witzig. Was ist denn hier los? Zack. Entertainment einfach wieder eingerichtet. Schnell geht das. No more space for turrets. Okay. Muss jetzt hier echt noch ein paar Sachen kaufen. Die hier müssen verteidigen helfen. Tja. So schnell seid ihr kaputt. Und was machen wir hier hinten? Hier hinten machen wir... Mega am He. So, und dieses eine Auto hier können wir auch noch wegmachen. So. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Wir brauchen eigentlich nur die Mega-Armee. Aus mega vielen Flugzeugen. Komm schon, nehmt es ein. Ihr seid die Mega-Armee. Ihr dürft nicht lange brauchen. Blablabla. Fanatical Uprising. Brauche ich nicht. Aber auch keiner, was es überhaupt bringen würde. Da da da. Religiös. Da da da. So. Hier schon wieder schlecht designt. Die bräuchten mal einen Designkurs hier. Zack. Es ist immer das gleiche Design bei allen Städten. Aber sie kriegen es trotzdem nicht hin. So. Jetzt. Nee, ihr war das, die mich angegriffen habt, ne? Ihr habt mich angegriffen. Tja, jetzt kriegt ihr Ärger dafür. Zwar richtig. Denn jetzt kommt meine Mega-Armee. Weiß zwar nicht, von wo sie kommen. Ah, von hier kommen sie. Die letzte Stunde hat geschlagen. Ja, vom Horizont kommen sie alle und bringen euch Vernichtung. Aber hier nochmal was, was ich gesagt habe, dass man sieht, was so andere Planeten und so weiter sind. Wenn wir hinterher von diesem Planeten wegfliegen, werden wir auch sehen, oh, das hier ist ein anderer Planet, da kann man hin. Und, oh, da ist ein anderer Stern, da kann man hin und so weiter. Was ziemlich cool ist, das können nicht viele Spiele. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Mega-Armee. Ihr werdet jetzt eingenommen. Versucht nicht zu widerstehen. Jetzt. Jetzt gibt es Mega-Schüsse. Versucht uns anzugreifen. Ihr werdet hoffnungslos übernommen. Gebt alle Hoffnung auf. Ihr habt keine Chance. Natürlich sterben ein paar von uns, aber ihr seid erledigt. Oh, hier vorne haben wir... Hallo, hast du irgendwas gesagt? Ihr seid Penner. Yay. Ihr habt unseren Feind angegriffen, gibt uns Punkte. Das ist ja lustig. Wir sind zu groß, wir sind... problematisch und wir haben sie beleidigt. Wie viele Punkte kann man denn für Beleidigungen kriegen? Minus 30 Punkte, ist ja lustig. wenn ich jetzt irgendwas Nettes sage, dann kriegt man Punkte dafür. Sehr witzig. Ihr seid voll die Wichser, ihr seid die Schlimmsten, die es überhaupt gibt.
Aber ihr habt coole Länder. Also, oh, er hat gesagt, wir haben coole Länder. Ja, dann. Converts all cities. Ja, das wäre ja der einfache Weg. Ich will aber nicht einen einfachen Weg. Ich will mit Kraft euch erkämpfen. So wie ich es jetzt gerade mache. Einfach, weil ich zu gut bin. So, was haben wir hier? Auch schlechtes Design. Da kann der Factory hin. Kann ein Haus hin. Da gucken wir mal, was hier noch hin kann. Hier kann zum Beispiel Entertainment hin. Und wir brauchen scheinbar noch irgendwo Platz für Entertainment. Dann tue ich hier mal die Factory hin. Hier Entertainment. Ändert auch nicht viel, ne? Da tue ich hier noch eine Factory hin. Ja, es wird irgendwie suboptimal sein müssen, weil sonst optimiert es nicht. So. Ist ja jetzt nicht ganz optimal vom Gedöns her, aber passt schon. So, wir kaufen jetzt einfach 10.000 Flugzeuge. Und nehmen euch ein, ne? Ich kann die gar nicht antippen hier. So. Der Himmel wird schwarz voller Flugzeuge oder weiß. Ihr seid übrigens Penner. Der Himmel ist schwarz von Flugzeugen. Habt keine Angst, ihr werdet von uns eingenommen werden. Was für eine riesige Kolonne an Flugzeugen. Kann ich überhaupt noch welche machen? Ja, ich kann immer noch welche machen. Oh, jetzt habe ich maximale Anzahl an Flugzeugen erreicht. Ah, stürzt euch auf sie. Das sind alles so Kamikaze-Flieger. Die sterben zwar total schnell, weil sie kaum HP haben. Wie nur... Ja. Die haben nur 200 HP. Aber dafür sind wir mega viele. Unter einem mega starken Angriff. Ihr könnt nicht widerstehen. Gebt einfach auf. Gebt einfach auf. Bla bla bla. Ihr habt keine Chance. Ihr seid alle verloren. Verlorene Kinder. Verloren. Gebt einfach auf. Ihr seid verloren. 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 Und eingenommen. So. Reach Total Vehicle Cap. So. Jetzt, Gelb hat sich ja dagegen gesträubt, uns zu folgen. Dann müssen wir wohl Gelb zeigen, wer die wahren Herrscher des Himmels sind. Entschuldigung. Irgendwo werden wir angegriffen, hier hinten oder so. Aber es interessiert. Wir sind nämlich tausendmal stärker. Können natürlich hier nochmal gucken, ob wir hier nicht irgendwie ein paar solche Dinger hinbauen können. Und hier das Entertainment-Ding neu hin. So. Oh, was machen die denn hier gerade? Hier, ihr sollt kommen. Hier, alle in diese Richtung. So, jetzt hier rüber. Hä, warum drehen die um? Seid ihr irgendwie dumm oder so? Man fliegt halt hier. Ne, nein, nein. Wenn ich hier zu weit drücke, dann... Was macht ihr hier alle? Ne, dann drehen die um. Das sind Idioten. Dann nehme ich halt die letzte Stadt mit Autos ein, wenn die Flugzeuge zu dumm dafür sind. Oh, ich wurde eingenommen. Sehr witzig.
So, jetzt aber alle zusammen. Alle zusammen. Okay, dann mache ich... Wenn ich die gleich eingenommen habe, dann hole ich mir einfach hier gleich ganz viele Panzer und dann töten wir die. Ganz einfach. Also keine Sorge, wir schaffen das schon. Los, los, los. Oder kann ich euch mit dem Schiff einnehmen? Ja, bestimmt. Ja, jetzt greifen die uns da an. Natürlich klar, die wollen Rache. Aber wenn die Hölle von oben kommt, gibt es keine Rache. So. So. Jetzt fangen wir an. Ah ne, ich wollte gar keine Landfahrzeuge bauen. Wollte eigentlich jetzt hier ganz viele Schiffe bauen. Wie langsam die sind, richtig lustig. Mega langsam. Aber dafür mega stark. Einfach wird davon alles vernichtet. Was? Ihr seid Gegner? Tot. Der Strahl des Todes. So, okay. Genug damit. So, ihr sterbt alle. So, und von dir... Nein, nicht. So, dann holen wir uns ein paar Wasserdinge. So, das sind bestimmt genug. Und... Can not reach. Fahren dann hier hin und nehmt euch ein. Wo seid ihr? Und wo lang fahrt ihr? Ihr fahrt... wo lang? Hier und dann... Ach so, hier lang. Dann hier. Okay, macht Sinn. Ihr seid eigentlich ziemlich langsam. Weißt du was? Dann mache ich es eben schneller. Es gibt nicht noch was, was schneller ist. Erst einmal... Hört auf, uns anzugreifen. So, ihr seid mal eben alle weg. So, und tot. So. Und jetzt kaufen wir ein paar Landfahrzeuge, die etwas schneller sind. Sind auch gar nicht wenige. So. Und die fahren jetzt einfach alle hier rüber. Und sie greifen euch an. Wo werde ich denn jetzt schon wieder angegriffen? Irgendwo. Und auch überhaupt gar nicht viele Autos, die euch angreifen. Ganz, ganz wenige. Nur 50 Trilliarden Autos. Komm schon, übernehm ihn. Skriter, Skriter. Und ihr seid übernommen. Das ging ja schnell. So, jetzt könnt ihr alle weg. Und die letzte Stadt, die ich übernehmen muss, ist hier. So. Ihr seid übrigens Penner. Unsere Komplimente. Sie mögen unsere Komplimente immer noch. Sie mögen unsere Religion nicht. Sie mögen nicht, dass wir so groß sind. Sie mögen nicht, dass wir so nah dran sind. Oh, und jetzt geben sie auf. Ich will aber nicht Surrender accepten. Oh.
Dünn. Okay. Genug rumgespielt. Wir sind... Das sind gar nicht viele Autos und so weiter. Das sind gar nicht viele. So, wir sind Schamanen geworden. Schamans understand that all life shares a common bond. The entire galaxy exists within us all. Und jetzt habe ich eine Spezies, die militärisch war, eine Spezies, die ökonomisch war und jetzt auch in diesem Let's Play eine Spezies, die religiös war. So, jetzt würde man theoretisch dazu kommen, dass man ins Weltraum rumfliegt mit einer fliegenden Untertasse, wie zum Beispiel so einer hier vorne, die irgendwelche coolen Sachen drauf hat, wie zum Beispiel mega Gasgedöns und irgendwelche anderen Sachen, wie zum Beispiel Flügel oder so. Oder irgendwelche Hörner oder Mega-Raketen, Superpower, Raketen. Oder, ja, was zum Beispiel noch so, noch Sachen, die eigentlich cool waren, die ich aber gerade nicht finden kann. Warum kann ich es nicht finden? Ach so, hier. So, X-Wing-Gedöns. X-Fighter. Ey, ich kann die jetzt auf einmal nicht mehr dahin tun. So, genau so. Dann so, dann mega so X-Wing-Sachen. Dann auch mega lang und dann so mega X-Wing-Fighter 2900 Milliarden einsatzbereit. Sieht natürlich ein bisschen seltsam aus momentan wegen den Dingern hier vorne. So. Und so. Die kann man jetzt auch theoretisch noch irgendwie besonders lehnen oder so. Dann wow, kann man das noch irgendwie anmalen und dann und dann sieht das mega krass aus und dann nennen wir das mega krass. So, und dann zeige ich euch noch eben, was man der Space Stage theoretisch machen würde, also in diesem spaßigen Space Spaß Gedöns. Bla 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 bla. So, dann kann man nämlich hier cool rumfliegen. Und ja. Und dann mit ihnen sprechen so. Hallo! Bla 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 bla. Resume Game. Dann, wo, ich kann hier durchfliegen. Oh, vielleicht auch nicht. Dann scroll ich immer mit dem Mausrad hoch und runter. Wow, yeah. Wow, ich kann hier auch durch. Und hier durch. Und hier durch. Und hier durch. Ich weiß gar nicht, wo ich noch hin muss. Da unten noch irgendwo hin. Da, 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 da. Dann hier durch. Und hier durch. Ey, ich bin zu hoch, oder was? Hier durch. Yay. Yay, ich habe 7 Städte. Yay, yay, yay. Tschüss. Da, da, da. Und jetzt kann ich hier... ich kann... jetzt kann ich hier irgendwo... jetzt kann ich hier irgendwo 3... machen. Das ist eine voräugige Snail. So. Und dann... Oh ja, du hast irgendwas analysiert. Yay. Und dann... Oh, nimm das mal lieber auf. Weil wir gerne Sachen aufnehmen. Ja, genau. Nimm einfach mal irgendwas auf. Ich weiß gar nicht mehr, was die ich haben wollen. Aber nehm einfach alles auf. So. So. Und dann drop den Hoggy Raptor in den Stadtmauern auf. Hier, open your communications. Bla bla bla. Ja, das war voll cool, was ihr gemacht habt. Und jetzt zerstöre irgendwelche Sachen. Yeah. Bzz, 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 bzz. Alle stirbt. Alle stirbt. Alle stirbt. So. Ihr seid Gegner von Spode. Ich zerstöre euch. Alles tot. Mal eben gucken, ob ich noch so ein gigantisches Viech finde. So ein mega riesen mega Viech.
Wo seid ihr? Da seid ihr. Du stirbst. Oh, er kann mich abschießen? Kann er denn so einen Schwachsinn machen? Oh, ich wurde zerstört. Es ging aber schnell. Yay. Cool, ich kann mir das kaufen. Yay. Ich akzeptiere. Yay. Yay, yay, wir sind Scout. Yay. Uhu, yay. Woo, ja, Tools. Yay. Wir können hier rausfliegen. Guck, und das meinte ich mit dem. Und wir haben ja die ganze Zeit gesehen, neben uns war ein Planet und dieser Planet ist auch wieder da. Also das war der Planet, den wir meistens gesehen haben, dieses Geras hier vorne. Und die anderen Sterne kann man momentan noch nicht sehen, aber werden wir auch gleich hingehen. Ist ganz lustig, wir haben hier vorne so einen mega besonderen Planeten. Und wir sollen zu Planet Tachos fliehen. Yay. Hey Planet Tachos. So, und jetzt sollen wir Radar machen. Yay, Radar. Yay, hier steht irgendwas. Yay. Und jetzt sollen wir wieder rausgehen. Yay. Und haben dafür Punkte gekriegt. Yay, und jetzt sollen wir irgendwo hinfliegen. Und da angegriffen werden. Von Piraten. Beziehungsweise erstmal sollen wir noch da gucken. Oh ja, hier sind die. Oh nein, hier ist irgendwas passiert. Oh nein, was ist hier passiert? Irgendeine Zivilisation. Oh nein, es waren die Grox. Grox? Oh, ich weiß gar nicht, was ein Grox ist. Oh, ich hau lieber schnell ab. Ja, oh, ich muss schnell nach Hause fliegen. Ja, also, diese, also, was hier eigentlich los ist, ist, tschüss. So, also was eigentlich los ist, ist, man fliegt jetzt hier rum, macht ein paar Missionen und so weiter und das dauert eine Ewigkeit. Eine 1000 Milliarden Trillionen Ewigkeit und deswegen werde ich das mal möglicherweise ins Let's Play machen, möglicherweise nicht. Wer weiß das schon? Also ich weiß momentan noch nicht, ob ich es als Let's Play belassen werde oder nicht. Und dementsprechend, ja, werden wir dann sehen, ob es ein Let's Play wird oder nicht. Sehen wir dann. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ups, schon, sieht eigentlich ganz cool aus. Ob ich das dann ins Let's Play mit reinpacken werde, dass wir da so rumdönsen. Gucken wir es mal an. Aber was halt ganz cool ist an Spores eigentlich hier, dass das eigentlich schon alles ziemlich realistisch simuliert ist. Wir sehen gleich sogar eine Sonnenfinsternis von unserem kleinen Planeten aus hier vorne. Ist natürlich auch ziemlich lustig. Also Spore als Weltraum-Explorations-Game ist gar nicht mal so nicht empfehlenswert, wie viele Leute das gerne sagen, sondern es ist eigentlich ziemlich empfehlenswert. Natürlich gibt es noch bessere Spiele, aber wow, oh mein Gott, es war eine Sonnenfinsternis. Wuhu, und auf dem Planeten sieht man es halt auch. Auf dem Planeten sieht man es auch. Und auch wenn man hier irgendwie rumläuft, dann sieht es so, sieht es ein bisschen seltsam aus. Aber wenn man hier auf Planeten ist, sieht man auch, dass es eine Sonnenfinsternis ist. Ist das nicht toll? Oh, ist das wunderschön programmiert. Naja, das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein fürs Erste. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder um Spore geht. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss.